Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal wieder ein etwas anderes Video auf dem Kanal. Und zwar bin ich zu Gast in Bayreuth, hier beim Alex von Cuplex. Ja, erstmal danke für die Einladung. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du mal vorbeischaust. Wurde mal Zeit. Tatsächlich gab es schon lange die Idee, Botti, wir müssen nochmal ein Video machen hier. Irgendwie, ich hatte auch mal was gefilmt auf der Messe, natürlich verpennt. Und jetzt muss man sagen, hat sich ja ein bisschen was geändert, auch im Sortiment. Und deswegen macht es eigentlich mehr Sinn, jetzt nochmal zu kommen. Da bin ich. Was hast du denn jetzt Schönes? Also tatsächlich, den Tisch hier gibt es ja so bisher noch gar nicht. Ich habe schon ein paar coole Features gesehen, aber vielleicht kannst du mal das eine oder andere erzählen. Ja, also wir haben jetzt tatsächlich, sag ich mal, die Rezeptur geringfügig geändert. Ne? Was wir bisher hatten, war so unser Tisch wirklich mit dem Trademark, mit diesem Mittelfuß, ne? Den du ja auch hast, ne? Also diesen Altar, der natürlich nach wie vor auch unser Premium-Tisch bleiben wird. Aber wir haben jetzt schon gemerkt, auch das Thema Preisentwicklung und so weiter in den letzten Jahren, das ist ein Thema auch für die Leute. Und wir wollten dazu einfach nochmal ein schlichtes Modell anbieten, was einfach ein bisschen einfacher konstruiert ist, aber am Endeffekt halt auch maximalen Spielspaß bietet und natürlich sich auch super cool einfügt irgendwie in das Wohndesign. Ne? Anscheinend ein Thema. Also tatsächlich muss ich sagen, ich feiere den Mittelfuß. Ja. Ich darf, also für mich darf ein Tisch auch aussehen wie ein Spieletisch, aber tatsächlich, du hast gesagt, ab und zu gerade so die weibliche Gesellschaft. Ja, also nicht nur, aber das ist tatsächlich etwas, was wir öfter hören. Ne? Also Leute sagen, ich würde ja gerne einen Tisch bei euch holen, aber der hat nicht vier Beine. So, ne? Und das ist ja eigentlich genau das, worauf wir immer Wert gelegt haben. Und das wird es auch weiterhin geben, aber ich verstehe das schon, weil natürlich der ein oder andere einfach sagt, hey, das ist halt nicht im Spielraum, es ist vielleicht wirklich ein kombinierter Wohn-Spielbereich, wie wir das immer so gerne sagen. Und gerade auch das Thema Rail außen und so weiter, sie hat immer eine Optik von Spiel und so weiter. Und der ein oder andere sagt, ne, wir nutzen es aber nur teilweise. Und unser Hauptnutzungspunkt ist dann Esstisch oder ist ein Arbeitstisch, ist einfach ein Tisch im Wohnbereich. Ja. So. Und da war einfach der Gedanke, hey, lass uns doch da jetzt einfach genau diesen Input aufgreifen und da einfach ein bisschen ein schlichteres Modell bieten, was aber dann, wenn es sich öffnet, tatsächlich auch den, ja, den vollen Spielkomfort entfaltet. Was ich ja schon mal direkt ganz cool finde, und dann können wir direkt mal so in die Features einsteigen, was ja im Prinzip so ein Allrounder auch haben muss. Meiner hat es ja noch nicht, das heißt, wenn bei mir jetzt theoretisch, ich habe das Ding zu und es fällt irgendwas um, dann läuft vielleicht mal was auf die Platte. Es sei denn, man hat natürlich eine Decke drüber oder so, aber da habt ihr jetzt hier zum Beispiel auch direkt nachgebessert, ja auch diesen Tropfschutz mit reingepackt. Ne? Genau. Den haben wir auch schon beim Altar nachgebessert. Wir hatten ja letztes Jahr dann auf das Premium-Modell quasi umgestellt. Und das ist ja jetzt auch das aktuelle Modell. Hintergrund war so ein bisschen Materialthema. Ne? Wir haben das nicht mehr ranbekommen und mussten einfach ein bisschen auf die heimische Buche jetzt ausweichen. Da sind wir sehr froh, dass wir das auch gemacht haben. Aber da ist der Tropfschutz auch schon standardmäßig integriert. Für die Vorgängermodelle, da gab es das noch nicht. Der ein oder andere Kunde ist auf mich schon zugekommen, hat gesagt, können wir das nicht nachrüsten. Da gibt es Möglichkeiten, Potti. Also wenn das entscheidend gut ist. Gut zu wissen. Es geht. Also man kann das nachrüsten. Das ist im Endeffekt eine Nut- und Federverbindung, also das greift ineinander. Ich denke, das sieht man dann auch im Bild, kann man das nochmal zeigen. Und ich habe da auch schon mal selber ein Video gemacht, ne, wo so ein bisschen mein Lieblingsspiel Teotihuacan so ein bisschen drin lag und da habe ich da mal Flüssigkeit drauf geschüttet, um wirklich auch zu zeigen, dass es funktioniert. Das funktioniert. Man hat da immer so ein bisschen innerlich natürlich Angst um sein Spielmaterial, deswegen verstehen wir auch diese Nachfragen, haben wir darauf reagiert, ist jetzt hier auch standardmäßig immer mit dabei. Ja. Obwohl das natürlich auch wieder so eine Sache ist, 99 Spiele geht es gut und bei dem einen kippt man was um. Das häufigste Problem, was ich, sage ich mal, habe, ist noch nicht mal Wasser, aber tatsächlich, wenn man irgendwie mal drauf frühstückt oder so, ab und zu geht mal so ein Krümel durch. Ja. Ne? Aber okay, finde ich schon mal auf jeden Fall ziemlich geil, habe ich gesehen. Aber da Tipp von mir, wirklich so ein kleiner Handsauger, ja? Die gibt es echt für, ne, gut und günstig kann man die sich besorgen, mit USB und so weiter, die kannst du einfach entweder sogar in den Tisch drin lagern oder irgendwo in der Nähe und dann einfach zack, 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 funktioniert super. Also damit halten wir eigentlich immer unsere Tische frisch. Ist es denn eigentlich so, dass der Tisch quasi auch wieder so modular ist? Also man konnte ja, als ich den Altar bei dir damals bestellt habe, den XL, konnte ja sagen, Mensch, ich möchte den in der Tiefe haben und so weiter und so fort. Das hier auch wieder machbar? Das ist zum Teil machbar. Ja. Da haben wir natürlich jetzt hier gesagt, okay, das ist ein bisschen eine schlichtere Variante. Das heißt zum Beispiel das Thema mit der Höhe der Umrandung. Also gibt es jetzt nicht mehr zwei Tiefen, wie wir sie vorher hatten, sondern die ist jetzt standardmäßig immer in der Tiefe. Funktioniert aber auch daher gut, weil wir jetzt hier auch die Möglichkeit haben, das Licht zu integrieren. Das hatten wir ganz früher nicht. Beim Altar Premium gibt es das auch schon. Und hier kann man das eben auch mit dazu nehmen. Also das ist so eine Wahlmöglichkeit, eine Variante, die funktioniert. Dann natürlich der Kartenhalter. Ne? Das ist eigentlich auch was, was die meisten gerne mit dazu nehmen. Ja. Aber der eine oder andere hat auch eine mobile Lösung. Also gibt es natürlich auch tolle Sachen am Markt. Und sagt, brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Ne? Dann habe ich ein bisschen weniger Krümelei und so weiter. Also das kann man auch wieder optional mit dazu nehmen. Und was jetzt ganz neu natürlich dazugekommen ist, ist die zweite Nut. Und die läuft jetzt tatsächlich hier oben. Ja. Ne? Einmal ringsrum.
Und die ersetzt jetzt ein Stück weit einfach das Thema Getränkehalter. Das hatten wir ja vorher integriert quasi in der Umrandung. Und dafür gibt es jetzt eben neue Aufsätze. Mhm. Das wird auch sukzessive noch erweitert. Also wir sind ja jetzt tatsächlich erstmal mit der ersten Wave unterwegs, sage ich mal, fast noch im Prototypen-Status. Ja. Aber das werden wir da alles nachliefern. Mhm. Ich hoffe, dann auch im Video gibt es das dann schon zu sehen, dass wir dann auch schon die neuen spannenden Aufsätze haben. Und da sind dann Getränkehalter für Tassen und so weiter, verschiedenste Lösungen. Mhm. Man kann das Handy integrieren und so weiter und so fort. Und das sind dann einfach Sachen, die kannst du dir auch später noch holen. Ne? Die musst du dich nicht gleich entscheiden, sondern du entscheidest dich einfach nur, okay, ich will diese Rail, um einfach die Option zu haben, noch Dinge anzuflanschen, vor allem, wenn ich Getränkehalter brauche. Und der das einfach schlicht haben will und sagt, ey, zu meinen Spielen kommt sowieso da nichts hin, ne? Wir kennen die Debatte, Kartensleeven, ja, nein, wie der Klassiker. So. Also da gibt es einfach verschiedene Ansätze auch bei unseren Kunden und darauf wollten wir eigentlich auch eingehen, dass wir nach wie vor das den Leuten offen lassen, wie sie sich das im Endeffekt zusammenstellen. Ja, also dann, wie gesagt, kleiner Hinweis an der Stelle. Es kann sein, dass wenn das Video online geht, quasi schon das finale Bildmaterial da ist. Sollte das nicht sein, blenden wir natürlich einen Hinweis ein. Dann sind natürlich die Module, die ihr jetzt gerade seht, für den Getränkehalter oder auch diese Box, wo man sein Handy reinlegen kann oder auch für die als Schreibfläche für Leute, die jetzt Pen and Paper spielen. Absolut, oder so. Ja. Das sind jetzt gerade noch die Prototypen. Vielleicht haben wir aber dann das finale Material. Ihr werdet es aber sehen, wir blenden es zur Not sonst ein, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Dann hat der Name ja auch, der Tisch ja auch einen schönen Namen bekommen, ne? Maxim. Ja. Wie kam der jetzt zustande? Also tatsächlich haben ja alle unsere Produkte irgendwie 5 Buchstaben. Das war schon mal irgendwie so ein Ding. Ja. Okay. Da haben wir gedacht, da bleiben wir uns einfach treu. Das funktioniert ganz gut. Wir haben Altar, wir haben Exakt, ne, unsere Brettspiele zum exakten Einstapeln der Brettspielschachteln. Wir haben die Ludia, ja, also unsere Sitzbank, wo man natürlich auch Zubehör und so weiter super am Tisch mit lagern kann. Und wir haben jetzt neben dem Altar eben noch den Maxim. Mhm. Und Maxim ist eigentlich so ein bisschen maximales Wohndesign, maximaler Spielspaß. So, wenn man die zwei Sachen kombiniert, dann kommt man auf den Namen. Fuchs, ne? Da ist jemand, der versteht sein Handwerk und weiß genau, wie man es zu konstruieren hat. Tatsächlich, die Bank, da haben wir ja auch ein paar Aufnahmen gemacht, finde ich auf jeden Fall super gut gelöst. Gerade diese ganzen Gadgets, die man irgendwie hier ranpacken kann, einfach super gut verstaut. Das heißt, gerade für jemanden, der jetzt irgendwie Bock hat zu sagen, ey, diese ganzen Dinger, die brauche ich, die sind cool. Man hat am Ende ja wahrscheinlich nur ein Getränk halt, sind vielleicht mal 4, kann man halt super geil verstauen. Und setze ich einfach mit dem Hintern wieder drauf. Ne? Es ist vor allem auch praktisch für Spielmatten. Ne? Es ist oft das Thema, eine Spielmatte ist bei jedem Tisch mit dabei, ist bei Maxim genauso wie beim Altar. Aber du wirst es wissen, ne? Der ein oder andere sagt dann, hey, ich hätte gerne thematische Einbindungen, ich hätte gerne irgendwie noch für einen besseren Kontrast oder auch für oben drauf. Und da haben wir uns natürlich dafür entschieden, dass wir einfach da noch einen Stauraum möglichst nah am Tisch dran haben wollen. Und da ist natürlich so eine Bank, auf der ich jetzt auch sitze, sehr praktisch. Ich muss aber dazu sagen, bei Maxim hast du die Außenbeine, das heißt, da geht ein bisschen der Sitzkomfort von der Bank, dass du von der Seite reinrutschen kannst, reinsliden kannst, was natürlich beim Altar ein bisschen schicker gelöst ist, verloren. Aber die Stauraumfunktion bleibt ja natürlich trotzdem erhalten. Ne? Also gerade mit den Playmats, gerade wo du es angesprochen hast, ich habe halt zu Hause keine Ahnung wie viele Matten und dann sucht man sich irgendeine Staulösung. Ich habe jetzt dann so ein Ding, wo man die so reinschieben kann, habe die irgendwo ans Regal gehangen. Ja. Da ist das natürlich viel einfacher, weil du halt auch nicht aufstehen musst. Also du musst schon aufstehen, aber du gehst einfach hoch und nimmst die Matte raus, die du halt brauchst. Du kannst sie einfach quasi direkt neben dem Tisch einfach ausrollen. Ja. Absolut. Ja. Und tatsächlich die Regale, die habt ihr auch schon ein kleines bisschen länger im Sortiment, glaube ich. Ne? Ist ja wirklich auch super, super gut designt, dass wirklich alle Spielschachteln einfach nebeneinander passen. Ne? Ja, also nicht alle, ne? Wir wissen, es gibt unzählige und vor allem seitdem im Moment Fernost auch produziert wird, wird es natürlich immer wilder auch, Stichwort Kickstarter und so weiter und so fort. Aber nach wie vor haben wir natürlich auch so die gängigen Schachteln, ne? Die klassischen Quadrate, die Großboxen, von denen Kenner und Experten spielen. So. Also da hat sich jetzt nicht so viel getan, die kriegt man halt wirklich da sehr schön auch reinsortiert. Und was halt auch oft ein Thema ist, das wirst du wissen, ist, auf der einen Seite soll es gut aussehen, auf der anderen Seite will ich aber auch ganz viel reinkriegen. Ja. Und wir sind halt gar keine Fans davon, Dinge in zweite Reihe zu packen. Mhm. Das sehe ich halt ganz oft immer auch noch, wenn ich bei Leuten unterwegs bin. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich das Spiel habe. Das ist dann irgendwo hinten und aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist einfach so. Und das wollen wir eigentlich damit ändern, dass wir einfach die Dinge nach vorne holen und vor allem eine super schöne Optik erreichen können. Aber das ist schon was Spezielles, das ist uns bewusst. Das ist nicht was für jeden. Aber die Leute, die Regale haben, die lieben das natürlich, das auch dann möglichst so anordnen zu können. Wo wir gerade beim Thema sind, dass etwas schön aussieht und gleichzeitig was bringt. Wir haben ja hier noch ein paar Sitzgelegenheiten und die sind ja auch nagelneu. Das heißt, es kann tatsächlich sogar sein, dass es, wenn das Video online geht, sind die dann schon eventuell bestellbar. Wir wissen es noch so nicht. Also die Idee ist tatsächlich, dass der Launch jetzt vom neuen Tisch und auch von den Stühlen, auch das ist ein Projekt, was wir schon länger ja geplant haben, dass das
parallel geht und Hintergrund ist einfach der, ihr seht ja jetzt hier auch beim Tisch, das ist jetzt die Buche, die Standardversion. Mhm. Was wir aber nach wie vor haben, das ist beim Altar Premium genauso, ist, dass wir natürlich den Tisch in allen möglichen Farben auch anbieten können. Mhm. Wir haben dann einen Musterkoffer, den kann man dann rausschicken, das nennt sich Farbupgrade bei uns, dann können die Leute zu Hause wirklich mal das in die Hand nehmen und einfach mal fühlen, auch die Haptik und gucken, welche Farbe passt am besten rein. Und das ist zum Beispiel auch ein Service, dieses Farbupgrade, was wir hier auch anbieten, ne, bei dem Tisch. Und dann kam halt immer dazu, okay, wir hätten gern einen Stuhl. Wir haben auch lange privat gesucht, muss ich dazu sagen. Meine Frau immer wieder kommt, jetzt brauchen wir endlich mal was Vernünftiges. Ja. Und dann haben wir x Sitztests gemacht, weil wir festgestellt haben, wenn wir das selber produzieren, das ist nicht unsere Stärke. Wir können diese großen, massiven Dinge, aber filigran, es soll leicht sein, es soll beweglich sein. Mhm. Das ist nicht unbedingt unsere Stärke. Deswegen haben wir uns da jetzt einen guten Partner einfach mit reingeholt, wo die Stühle jetzt mit dazu ins Sortiment nehmen. Aber das Coole ist, auch das ist mega variantenreich. Das, was du jetzt hier siehst und wo du auch drauf sitzt, ist jetzt die Variante mit Stoff. Und da haben wir auch alle möglichen Farben im Auswahl. Aber die Gestelle unten drunter, ne, man sieht es schon, ist ein bisschen am Drehen. Also so sieht's aus. Diese engen Abstände, ne, zwischen Regal und Tisch. Ja. Oder wenn man eben nicht so viel Platz hat, ist das natürlich eine super Geschichte, weil du von der Seite dich einfach rausdrehen kannst. Ich glaube, jeder, der mal ein Kind in den Kindersitz gepackt hat, wird das auch kennen. Ne, dieses Thema, wenn man das rausdrehen kann, ist es halt einfach ein bisschen praktischer. Und ähnliches Konzept haben wir jetzt hier. Da wird es Metallfüße geben, da wird es Holzfüße geben und natürlich immer Dinge, die dann auch kombinierbar sind mit den Farben in unseren Tischen. Also das ist eigentlich der Anspruch, dass wir dann eine möglichst hohe Vielfalt, dass Leute eben auch in der Lage sind, sich komplette Räume, wenn sie wollen, bei uns ausstatten zu lassen. Voll gut. Das heißt quasi alles aus einer Hand, was ja auch immer super ist, ne, dass man irgendwie gucken kann, hey, dass es auch vor allem zusammenpasst. Ja. Ne? Gibt natürlich auch Leute, die das gerne unterschiedlich zusammenstellen, ist auch in Ordnung, aber ich bin auch mal ein Fan davon, dass man irgendwie sagt, ey, es ist irgendwie so konsistent, ne, man hat irgendwie so das alles, was irgendwie zusammenpasst. Das Coole ist halt, du hast die Option. Es ist auch oft tatsächlich so, das merke ich immer wieder bei den Kunden, sie wissen schon, sie brauchen die Veränderung und sie wollen sie, aber sie wollen sie vielleicht nicht gleich auf einmal machen. Mhm. Aber dann ist es trotzdem gut, wenn du einen Anbieter hast, wo du weißt, du kannst jederzeit auch mal was dazu nehmen und es wird dazu passen. Ja. Ne, deswegen haben wir bei den Regalen eben jetzt auch verschiedene Breiten im Sortiment, weil du einfach dann noch ergänzen kannst. Hast noch einen Meter Nische frei, okay, da haben wir auch eine passende Lösung für. Ja. Und ähnlich ist es auch mit den Stühlen. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du sagst, habe ich einen coolen Tisch, jetzt hätte ich auch noch mal richtig schön bequeme Stühle mit der einen oder anderen Funktion in einer passenden Farbe, die irgendwie zu meinem Wohnspielbereich passt. Und dann sind wir einfach da und können auch da direkt was anbieten. Ja, voll gut. Und was ich tatsächlich auch recht cool fand, ihr habt ja auch mit dem Maxim quasi mal ein neues Preissegment einfach auch mit reingenommen, um da euch auch noch mal ein bisschen breiter quasi aufzustellen. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass ihr hier noch so diese Lücke schließt. Wie gesagt, ich persönlich bin ein riesen Fan von dem Mittelfuß. Für mich war das so das absolute Argument zu sagen, genau den will ich, weil gerade wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, ein Rollenspiel spielt oder so, dann Social Deduction Game, man sitzt mit vielen Leuten rum. Aber es ist natürlich auch nicht alltäglich. Ne? Also meistens sitzt man ja wirklich mit 4 bis maximal 6 Personen am Tisch und da sind natürlich dann diese Füße außen, bieten natürlich dann den Vorteil, dass man unten die Füße einmal ausstrecken kann. Insofern, alles hat immer seine Vor- und seine Nachteile, aber hier habt ihr euch natürlich ganz cool nochmal mit aufgestellt. Ne? Ja, denke ich auch. Also ich denke, das rundet jetzt eigentlich das Sortiment ganz gut ab und es war uns auch wichtig, dass letzten Endes ihr oder wer auch immer dann bei uns auch landet, nicht am Ende sagt, hey, das finde ich da jetzt nicht. Mhm. Ja, also da wollen wir einfach auch uns breit aufstellen und letzten Endes die beste Lösung individuell für jeden bieten können. Für diejenigen, die jetzt hier das Video sehen und die Bock haben, den Tisch quasi mal live zu sehen, anzufassen, mal zu gucken, wie es ganz funktioniert, wo kann man euch denn dies Jahr überall sehen? Wo trifft man euch an? Also, es ist noch nicht alles bestätigt, aber wir sind natürlich immer in Essen auf das Spiel. Wir sind eigentlich immer in Berlin auf der Berlin Brettspielcon. Wir sind definitiv im Juni, ich hoffe, das Video müsste eigentlich da sein. Ja, das kriegen wir hin. Müsste schon da sein. Wir werden auf der Spiel auch am Bodensee sein. Ah, wunderschön. Vielleicht komme ich da auch rum. Also wie man ja aus der Historie weiß, ich bin ja geborener Schwabe. Ich komme ja aus Friedrichshafen, war schon echter Heimspiel Händler. Quasi. Ein Heimspiel, ne? Musst aufpassen bei denen. Back to the roots. So sieht's aus. Und wenn das Ding natürlich am Boden sitzt, dann bietet sich das an, immer schön wieder. Also das sind wir definitiv, die anderen beiden sind auch schon fix. Und im Herbst wahrscheinlich noch 1 bis 2 weitere. Wir unterstützen natürlich auch immer mal so lokale Events, also hier so im Bayreuther Raum. Da gibt es auch jetzt demnächst wieder ein Brettspielwochenende, wo wir auch natürlich immer mit dabei sind. Aber ihr könnt das auch checken bei uns auf der Facebook-Seite. Da sind eigentlich die Veranstaltungen immer gelinkt. Oder bei uns auf der Homepage, gleich auf der Startseite, gibt es auch einen Link. Da kommt man dann
zu den Veranstaltungen, wo man uns live treffen kann, wo man testen kann. Mhm. Und das Coole ist ja, du musst ja nicht zwangsläufig auf eine Veranstaltung gehen. Wir haben ja mittlerweile bundesweit Showräume, Showrooms, entweder mit Brettspielcafés, mit Partnern von uns, wo man einfach den Tisch quasi buchen kann und einfach einen schönen Spieleabend verbringt. Oder letzten Endes auch tatsächlich auch liebe Kunden von uns, ne, die sagen, hey, cool, wenn ihr jemanden habt, den ihr vermitteln wollt, also traut euch da ruhig. Es war unter Corona immer ein bisschen schwierig, das haben wir schon gemerkt. Ne, da hat man sich auch nicht mehr so unter andere Leute getraut. Mhm. Aber jetzt ist das natürlich wieder ein Thema. Also da, wir bauen das auch sukzessive aus. Mhm. Ne? Auch Österreich ist mittlerweile auch schon erschlossen, ja, sage ich. Da sind wir in Wien auch ganz prominent mittlerweile. Geil. Und von daher da einfach gerne hingehen, Termin ausmachen oder uns anschreiben und wir vermitteln dann Termin. Ihr könnt auch mich anschreiben, ja. Oder ja, ich vermittle dann auch. Ja. Ansonsten wird auf jeden Fall alles verlinkt, alles in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn da was ist und ihr wollt Kontakt zu Alex aufnehmen, dann einfach darüber gehen. Ansonsten dürft ihr euch natürlich gerne bei melden. Wer natürlich dann die Videobeschreibung aufmerksam liest, der findet vielleicht noch einen Code, den man benutzen kann. Ich sag's nur nebenbei. Ja, ansonsten, hast du noch irgendwas Wichtiges, was du loswerden möchtest? Möchtest du noch deine Eltern grüßen oder so? Ja, ich glaube, die schauen das gar nicht so oft. Tatsächlich, aber nein, ich grüße natürlich alle deine Zuschauer und natürlich auch, ich sag mal, unsere lieben Kunden und Interessenten. Ne? Wir haben natürlich auch langjährige Leute, die uns verfolgen, die immer wieder gucken, was gibt's Neues, selbst wenn sie schon einen Tisch haben. Und von daher, liebe Grüße an euch alle, liebe Grüße an die Community. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für die Einladung vor allem. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr könnt auch das Video natürlich kommentieren, ihr könnt direkt Kontakt zu Alex aufnehmen. Das ist euch komplett überlassen. Ansonsten werde ich vielleicht mal irgendwas, was jetzt unter dem Video landet, einfach mal nicht weiterleiten. Vielleicht gibt es ja nochmal Fragen oder vielleicht irgendwie einen Input. Vielleicht hat ja wieder irgendjemand eine Idee, was man vielleicht noch irgendwie machen könnte. Einfach kommentieren und ansonsten danke fürs Einschalten, Leute. Dir alles Gute, viel Erfolg mit der neuen Serie. Wir sehen uns bestimmt noch. Vielen Dank, wir sehen uns mal. Spätestens auf der nächsten Messe. Spätestens auf der nächsten Messe. Und dann zockt wie immer fleißig einen weg, Leute. Bleibt sauber und gesund. Wir sehen uns, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.